Es ist Montagabend. Es gibt ein Sprichwort. Montage sind harte Tage. Es herrscht Krieg im Land. Jetzt ist jeder Tag ein Montag. Das sind keine Menschen. Es gab eine Vereinbarung über grüne Korridore. Hat das funktioniert? Was stattdessen funktioniert hat, waren russische Panzer, russische Minen. Sie haben sogar die Straße vermint, die für den Transport von Lebensmitteln, Medikamenten für Kinder, für die Menschen in Mariupol vorgesehen war. Sie zerstören sogar Busse, die für die Evakuierung der Menschen bestimmt sind. Gleichzeitig öffnen sie einen winzigen Korridor, der in das besetzte Gebiet führt, für ein paar Dutzend Menschen. Nicht so sehr für Russland, sondern für ihre Propagandaleute und ihre Fernsehkameras, die sagen, seht her, wer die Menschen rettet. Einfacher Zynismus, einfache Propaganda. Wir sind Realisten, wir werden so lange reden und darauf beharren, bis wir einen Weg gefunden haben, der es uns ermöglicht, unserer Nation zu sagen, so werden wir den Frieden sichern. Frieden. Wir müssen uns bewusst sein, dass jeder Tag des Kampfes, jeder Tag des Widerstands bessere Bedingungen für uns schafft, unsere Position stärkt, um unsere Zukunft in der Welt zu sichern. Ich bleibe hier in Kiew, in der Bankova und verstecke mich nicht. Und ich habe keine Angst vor irgendjemandem, solange es nötig ist, um diesen Krieg zu gewinnen, unseren nationalen Krieg.